Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Lange ist es her, Emergency 5. Wir befinden uns hier auf der Lünscheid-Karte und fordern hier schon mal einen Elef hin. Wir haben schon einen Einsatz am Laufen, nämlich einen festsitzenden Aufzug. Unser HLF sollte auch jetzt ankommen. Und können wir unsere Leute reinschicken. Ist auch voll besetzt, sehr gut. Holen wir erstmal 4 Leute und gehen da rein. So, ich weiß nicht, ob es irgendwas Neues gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe lange nicht gespielt und auch nicht aufgenommen. Was einen einfachen Grund hat. Ich bin ja jetzt voll ausgebildeter Rettungssanitäter und habe auch angefangen zu arbeiten. Dadurch, dass ich jetzt nicht einfach nur von der Schule komme und zocken kann, und sondern von der Arbeit komme und fertig bin und dann direkt wieder schlafen gehen muss, um zu arbeiten, bin ich nicht zum Aufnehmen gekommen. Und die Zeit, die ich hier war, habe ich dementsprechend genutzt, um zu chillen einfach nur. So, ich kann auch nicht versprechen, dass es jetzt wieder regelmäßig Videos kommen, aber das war ja auch nie der Plan, weil Hobbykanal und so, ihr wisst Bescheid. An was ich mich aber noch erinnern kann, ist, dass der Community-Server für Discord, damit wir mal, falls jemand möchte, im Grunde zusammenspielen können oder dass ich da Ankündigungen machen kann oder was auch immer ihr da machen wollt, den werde ich hier in die Infobox packen und auch in die nachfolgenden Videos hierzu. Erwartet davon nicht so viel. Aber ich habe es ja versprochen. So, und wir gucken einfach mal, was die Welt von den Missions, die uns heute hier bereitstellt. Deswegen erhöhen wir auch gleich mal die Einsatzstufe auf. Wie viel hatten wir? Auf 3? Ja, lassen wir mal erstmal auf 3. Erstmal wieder reinkommen. Pol, Graffiti Sprayer. Graffiti Sprayer. Das sind doch immer mehrere, nicht? Dann rufen wir gleich mal ein paar Fahrzeuge in MTW und 2 Streifenwege. So, ich habe auch die Ghost Models an. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon hatte. Ich weiß nur, dass das Martinshorn auf meinen Ohren zumindest sehr laut ist. Ja, ich hätte ihm vielleicht erstmal ein PA geben sollen, aber passt schon. So, ich kann ja euch aber schon mal sagen, als es gibt natürlich auch in der Welt von Emergency 4 ein paar neue Mods, ältere Mods, die ich euch nochmal ein bisschen zeigen möchte, beziehungsweise die ich mit euch spielen möchte. Nee, Moment, nicht mit euch spielen, sondern spielen, das aber aufnehmen, so rum. Was ist das denn? Da fehlen irgendwie Paletten oder so. Nehme ich einmal die Fuchsberg-Modifikation, glaube ich, heißt die. Und die Zino, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall werdet ihr das ja dann sehen. Pol, häusliche Gewalt. So, ich bin da. Häusliche Gewalt. Wo ist denn hier der Eingang? Ich glaube hier vorne. Eigentlich müssten die Eingänge markiert sein, aber gut. RD, gebrochener Arm. Ja, jetzt steht doch mal hier. Und 2 Streifenwegen erstmal hier hin. Und einen gebrochenen Arm. Einsatz für den RTW. Go. Ja, Einsatzort erreichen, nicht? Du da, fahr mal vor. Ja, irgendwie nicht. Sind das da hinten unsere Kriminellen? Brauchen wir hier die Stadtreinigung jetzt dafür? Ich weiß es doch auch nicht. Graffiti entfernen. Anscheinend, ja gut. Dann könnt ihr mal wieder weg hier. Bei einer kann auch auf Streife. Polizistische Gewalt. Polizeibank ist vor Ort. Rein da mit euch. Graffiti entfernen. Ja, wahrscheinlich dann mit der Stadtreinigung. Oh, ihr habt hier nichts gesehen, ne? RD, Krankentransport.
Ein Krankentransport, ach ja. Ich arbeite jetzt im Krankentransport. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Bis jetzt mussten wir einmal mit Blaulicht zu einem Unfall fahren, der genau vor uns passiert ist. Da ist aber nichts weiter passiert. Haben so die Basismaßnahmen gemacht. Wo ist denn hier mal ein KTW? Gibt es überhaupt noch ein KTW? Ja, hier. Brücke. Hier auch. Aber ich weiß nicht, wer hier der nächste ist. Weil das hier oben müsste ja eigentlich die 6 sein, oder? Ne, ist das die 4? Da habe ich eine Idee. Es gibt doch noch das hier. Dann sagen wir einfach von der Rechte raus, Krankentransport. Und dann schicken wir den hier hin. So. Wir könnten ja generell mal ein bisschen mehr hiermit arbeiten. Wobei ich nicht weiß, was hiermit alles alarmiert wird. Aber gucken wir mal. Wenn das hier funktioniert, dann arbeiten wir mal hiermit. Ansonsten, mal gucken. So, guckt euch den mal an. Ihr habt den Straftäter, dann geht zurück. Ihr auch, ihr seid von der Bundespolizei. Stadtreinigung ist auch vor Ort. Dann schrubben wir mal das Zeug da weg. Ihr macht das schon. Ein bisschen erhöhen hier um 1. So, dann ist einmal das da weg. Jetzt muss ich die nur wieder finden. Da. Ihr fahrt mal zurück. Ihr auch. Das muss wahrscheinlich so. TH1, Verkehrsunfall. TH1. Naja, probieren wir mal. Setzt aus wie VU1. Was wollen die uns denn hier schicken? Ein HLF, ja, das ist... Da steht vielleicht nur ein HLF. Naja, wir wollen mindestens noch die 2 und die Streifenwagen. So, ich muss mal kurz überprüfen, wenn ein VU1 nur ein HLF ist. Warum kein Streifenwagen zumindest noch dazu? Was ist denn ein VU2? ELW. Pol, Graffiti Sprayer. Ah ja. Da holen wir uns mal direkt 2 Streifenwegen. Und die Stadtreinigung. Wir brauchen sogar 3 Streifenwegen. So, wohin könnten die wahrscheinlich laufen? Einer könnte hier oben hin latschen. Einer will nach da abhauen. Und der andere will auch nach da hin. Und hier kommt die Stadtreinigung. So, das dauert noch ein bisschen. Der KTW ist vor Ort. KTW vom ASB. Pol, häusliche Gewalt. Oh, häusliche Gewalt schicken wir auch direkt hin. So, ihr dürft einmal hier hinfahren. So, du
nimmst den fest, du nimmst den fest. Dann seid ihr erstmal beschäftigt und dann brauchen wir noch den Kollegen da unten. Du fährst einmal hier hinterher. Oh, die ist reingetroffen. Dann sichten wir mal das Ding. So, seid ihr da? Bist du da? Du bist das nicht. Aber dich könnten wir auch nochmal gebrauchen, nämlich hier, um zum Beweise sichern. Aber wo ist der andere? Der ist hier. So, nochmal stehen bleiben, Polizei. Dann gucken wir uns das erstmal an. Eine Person ist eingeschlossen, dann kümmere dich mal drum. So, das letzte Fahrzeug macht die Heckscheibenleuchten an. Die haben das gesichtet, dann kann er Sätze weg. So, Krankentransport ins Krankenhaus. Wohl kann abschleppen. Das ASF kann erstmal hier hin. So, die Feuerwehr. Nach Alarmierung. Kann weg. Was haben wir hier? Schock. Das heißt, das wird eine Notarztbegleitung. Vandalismus ist entfernt. Die Straftäter müssen noch abtransportiert werden. Ihr habt die Leute hier geschnappt, genau. Und das andere war doch irgendwo hier. Nee. Hier? Ja. Könnt ihr zurück. Ihr macht das schon. Das ist jetzt durch. Den nehmen wir mit. Das ist ja alles der wie von der Bergfeuerwehr, naja. So, Polizei bleibt mal noch vor Ort. Bis der Abschleppwagen da ist. So, werfen wir euch Schatten. Dann kann er mal da rein. Ist eigentlich egal, weil den schicke ich ja beide zurück. So, nehmen wir den mit. Ist das auch abgeschlossen? Können wir die Einsatzstufe wieder erhöhen? Also die Kinder und die Polizisten, die gerade daneben stehen, während die hier rumstehen und Partizipation anhaben, freuen sich. Aber die kriegen das da schon hin. Hoffe ich. TH0, vermisste Person. Eine vermisste Person. Ja, dann einmal hier gucken. Mann, Frau. Diebstahl, Mord. Dann Aufzug, Sturm, Schaden, BMA, V-Kran, Infekt, sehe ich hier nicht. Dann müssen wir so disponieren.
vom Rettungsdienst oder war das sonstiges? Ich glaube sonstiges. Da, THW. Noch ein RTW, vorsichtshalber. Gucken wir mal. Naja. So, und ihr könnt auch streiten. Das mit den Lights sah das schon immer so gut aus? Oder liegt das hier in der Umgebung? Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. So, dann ist das durch. Können wir die Einsatzstufe wieder erhöhen. Warum ist die auf 3? War die nicht eben noch auf 5? Naja, bis das THW da ist, das dauert ja bestimmt wieder ein bisschen. Der RTW ist genau nebenan. Eddie, gebrochenes Bein. Oh. Ich hoffe, der ist frei. Ist er. Das ist natürlich sehr glücklich für die Person hier. Pol, Geiselnahme. Eine Geiselnahme, okay. Also. Haben wir das hier drin? Mord, Amok, Drohnen, Geiselnahme. Gucken wir mal. MTW, ja, gehe ich mit. Noch ein MTW, ja, wieso nicht? Noch ein MTW, natürlich. Halbgruppenfahrzeug. Nee, jetzt wird's zu absurd. Da bleiben wir lieber beim SEK. Weil, wenn ich hier, wo dann? Und nochmal NEF und RTW-Unterstützung wäre gut. In sicherer Bereitstellung. So wie den Gefangenenkraftwagen da. TH, unklare Lage. Unklare Lage. Wir haben eine verletzte Person und sehr viel Beweismaterial. Rufen wir zwei Streifenwagen und einen RTW. Wenn wir das realistisch spielen, müssten wir hier noch ein RTW anfordern, actually. Wir können ja ein bisschen auf Realismus gehen, ja. Dann würde nämlich das erst eintreffende Fahrzeug erstmal die Straße absperren. Das zweite würde hier schon mal den Gehweg absperren. Das dritte unterstützt. TH1, Verkehrsunfall mit LKW. Kann er nicht einfach sagen, stopp? Ah ja, wenn er da steht, reicht das schon. So. Die sind da. Dann kann der einmal hier profilen. VLKW, Lage unklar. VLKW heißt ja erstmal, wir rufen da einen Rüstzug hin. Und ein ELW, natürlich. Dann zwei RTWs und ein NEF, sowie, wie groß ist die Straße, drei Streifenwegen. So, HLF und RW. Der ELW kann auch noch hier hin. RTW, RTW und NEF. Dann riegeln wir einmal hier ab. Hier ab. Und hier ab. So, und
Ihr dürft hier schon mal alles untersuchen. So, der Geiselnehmer möchte nicht kooperieren. Das heißt, wir schicken gleich mal das Einsatzkommando rein. Mal kurz hier die ganzen Kleinigkeiten wegmachen. THW ist eingetroffen. Ja. Hatte der nicht mal einen Anhänger? Anhänger scheint gerade ein bisschen zu buggen, aber wir gucken mal trotzdem, dass es geht. So. Was haben wir denn? Okay, das ist ein bisschen was. Dann sperren wir mal schnell die Straße ab. LED-Matrix Unfall. Unfall. Der kommt erst noch. Ihr sichtet direkt mal. Du sichtest auch. Du schnappst dir schon mal einen Spreizer. Eine Rettungsschere ist ja... So, wir, es wird Nacht. Dann kannst du einmal da den Scheinwerfer drauf machen. Und da du da drauf. So, bitte verlassen Sie den Einsatzort. Okay. Da brauchen wir einen und der kann sich schon mal kümmern. Der kann abtransportiert werden. Wie sieht die Lage hier aus? Brauchen wir immer noch eins für SEK-Mann. Die drei können schon mal wegbringen. So, einmal bitte den Rettungshund nicht zurückrufen, Rettungshund suchen lassen. So. Das hier sieht noch ganz gut aus. Hier brauchen wir jetzt medizinische Versorgung. Wir haben so viele verletzte Personen. Der hat einen Polizisten umgeboxt. Da setzen wir direkt mal Pfefferspray ein. So, wir haben hier so viele verletzte Personen. Das sind 2, 3, 4, 5 verletzte Personen. Also rufen wir direkt nochmal einen Notarzt nach. So wie die restlichen 3 RTWs. Suchen uns mal eine gute Position für die. So. Und dann kümmern wir uns mal um die Verletzten. Das ist nicht die Art von Werkzeug, die ich wollte. Ich wollte nur hypertensive Krise. Hypertensive Krise. Mal kurz Notarzt und RTW dahin fordern. Der Polizist wurde echt notarztreif geprügelt. Hier übernehmen. So, das ist erledigt. Nummer TH2, vermisste Person. Was haben wir hier?
gucken wir uns mal an. Kann den Hund zurückrufen. Rettungshund zurückrufen. Was sagt die Geiselnahme? Wahrscheinlich, dass mehr Einsatzkräfte da drin benötigt werden. Kannst du vielleicht die Umfeldbeleuchtung anmachen? Oder? So, Geiselnahme ist am Laufen. Der Notarzt kann sich um den hier kümmern. Und wir können schon mal anfangen, die Grünen abzutransportieren. So, was haben wir denn hier noch so? Betriebsstoff entfernen, aber kein anderes Zeug. Hier, dann schnapp du dir mal Bindemittel. Vermisste Person, wie geht's dir? Kreislaufkollaps, okay. Der kann weg. Geiselnahme wurde entschärft. Jetzt müssen wir noch die Person da rausholen. Keine verletzte Person. Wird direkt notärztlich versorgt. Okay, und dann ist das Gebäude geräumt. Dann können ja schon mal der Gefangenenkraftwagen weg. Das SEK kann abrücken. Und zwei Streifenwegen. Einen lassen wir mal hier, weil wir einen Helikopter brauchen. Ein RTW kann auch weg. Transportfähig. So, wie sieht die Lage hier aus? Transportfähigkeit und Transportfähigkeit. Und hier oben ist noch am Machen. Was hat denn der? Stichverletzung, Bauch, starke Blutung. Ach du Heilige. Mal gucken, ob wir irgendwo eine Notarztbegleitung brauchen. Und nochmal nachalarmieren müssen. Was hat der? Starke Blutung im Bauchbereich. Hier brauchen wir schon eine Notarzt. Unterstützung beim Polytrauma. Ist der Notarzt ja hier rein. Er braucht Notarztbegleitung, innere Blutung und er auch durch die Stichverletzung. Gut. Ein Notarzt regeln wir mit dem Heli, würde ich sagen. Und zwar den Kollegen hier. Ja. Das müsste sogar der Polizist sein hier mit dem mit der starken Blutung. So, und dann können wir hier noch einmal Betriebsstoffe aufnehmen. Dann haben wir hier auch den Feuerwehreinsatz erledigt. Dann bräuchten wir nur noch ein paar Abschleppwegen.